Also, Psychedelika. Viele denken dabei an Hippies, Woodstock oder die experimentierfreundlichen Jugendlichen von nebenan. Was diese vielen aber nicht wissen, ist, dass diese Substanzen potenziell Depression, posttraumatische Belastungsstörung oder auch Suchterkrankungen heilen können. Warum erst seit kurzem wieder daran geforscht wird, was diese Stoffe alles drauf haben und wie die Zukunft der Psychedelika aussieht, dazu gibt es heute ein bisschen Kontext. Es geht um Substanzen wie Psilocybin, der Wirkstoff in Magic Mushrooms, aber auch LSD und weitere. Sie sind im Volksmund dafür bekannt, dass sie Farben intensiver machen und Halluzinationen ähnlich diesen Bildern im Nutzer auslösen. Aber Wissenschaftler untersuchen diese Substanzen jetzt auf ihr Potenzial zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Das sind doch einfach nur illegale Drogen, oder? Psychedelika gibt es schon seit Jahrtausenden. Sie wurden von vielen Kulturen für spirituelle und heilende Rituale verwendet. Aber erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts begann sie in der westlichen Welt bekannt zu werden. In den 50er und 60er Jahren waren Psychedelika der neueste Trend in der psychiatrischen Forschung. Pionierpsychiater wie Humphrey Osmond und Ronald Sanderson untersuchten den therapeutischen Nutzen dieser Substanzen. Damals gab es vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Krankheiten wie Alkoholismus und Depressionen. Zu diesem Zeitpunkt waren diese Stoffe nicht nur legal, sondern auch sehr leicht zu bekommen. So begannen gesellschaftskritische Subkulturen, vor allem auch die Hippies, diese Drogen zum Zweck der Selbstfindung und als Freiheitsausdruck zu konsumieren. Das hatte natürlich Folgen. Die Gesellschaft sowie Mainstream-Medien begannen daraufhin, Psychedelika als rebellisch, gefährlich und sogar kriminell zu betiteln. Das führte wiederum zur Kriminalisierung und schließlich zu einem Stillstand in der Forschung. Jahrzehntelang wurde der potenzielle therapeutische Nutzen von Psychedelika weitgehend ignoriert. Und das, obwohl bei verantwortungsvollem Gebrauch und unter professioneller Aufsicht Psychedelika erhebliche therapeutische Vorteile haben. Aber was genau macht diese Stoffe so besonders? Nehmen wir das Beispiel Psilocybin, also der Wirkstoff von Magic Mushrooms. Im Grunde sind die oberflächlichen Wirkungen der Droge ganz ähnlich vielen anderen Drogen. Da wäre Euphorie, eine veränderte Zeitwahrnehmung, Schwindel, unkontrolliertes Gelächter, gesteigerter Antrieb, Appetitlosigkeit und Übelkeit. Wie kann es also sein, dass Psilocybin langfristig gegen Depressionen helfen kann, während die meisten anderen Drogen langfristig eher das Gegenteil bewirken? Erfahrene Konsumenten und Patienten beschreiben die Wirkung von Psilocybin meist viel komplexer als die Liste eben. Oft ist die Rede von einem erweiterten Bewusstsein. Sie könnten zu einem Gefühl der Einheit und Verbundenheit mit der Natur, anderen Menschen oder dem Universum führen. Es kann ein Gefühl der Einfachheit und Transzendenz geben, bei dem die Grenzen des individuellen Selbst verwischt werden. Ein weiterer Effekt sei die Introspektion und Selbsterkenntnis. Während einer psychedelischen Erfahrung können tiefere Einsichten über das eigene Selbst, das Leben, Beziehungen oder das Universum gewonnen werden. Es können neue Perspektiven, Ideen und Lösungen für persönliche Probleme oder existenzielle Fragen auftreten. Zu guter Letzt die emotionale Intensität. Psychedelika können sowohl positive als auch negative Emotionen verstärken. Tiefe Freude, Euphorie und Glückseligkeit können erlebt werden, aber auch Angst, Trauer oder Verwirrung können auftreten. Oft werden unterdrückte oder verborgene Emotionen an die Oberfläche gebracht und können während der Erfahrung verarbeitet werden. Das mag alles etwas esoterisch klingen. Aber auch die Wissenschaft hat erkannt, dass an diesen Stoffen etwas ganz besonders ist. Jüngste Studien haben gezeigt, dass Psychedelika wie Psilocybin einen unvergleichbaren Einfluss auf das Gehirn haben können. Sie scheinen die neuronale Plastizität zu fördern. Das heißt, die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern und anzupassen. Stark vereinfacht kann man sagen, dass Psychedelika ermöglichen, dass das Gehirn sich neu vernetzt und dadurch die Wahrnehmung und den Gemütszustand eines Menschen auch nach dem Trip langfristig beeinflussen können. Und das kann bei der Behandlung von Krankheiten wie Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischen Belastungsstörungen helfen. Die Einnahme eines Psychedelikums sei wie ein Druck auf den Reset-Knopf im Gehirn. Sie können schädliche Denk- und Verhaltensmuster unterbrechen und neue Wege für positive Veränderungen eröffnen. Genauso können aber bei falscher Anwendung oder schlechten Voraussetzungen negative Effekte langfristig bestehen bleiben. Schauen wir uns einige Beispiele an. In einer im Jahr 2021 veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Psilocybin bei Patienten mit krebsbedingten psychischen Problemen eine schnelle und starke antidepressive Wirkung hat. Und das über einen längeren Zeitraum als jegliche konventionellen Antidepressiva. Eine andere Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass Psilocybin vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von behandlungsresistenten Depressionen erzielte. Also da, wo Antidepressiva und Therapien nicht mehr helfen können,
kann Psilocybin wohl eine Lösung sein. Diese Studien sind nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt immer mehr Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Psychedelika ein wirksames Instrument für unsere psychische Gesundheit sein könnten. An dieser Stelle will ich betonen, es geht in all diesen Kommentaren und Studien um professionell angewandte Therapien. Die Trips sind immer beaufsichtigt, die Wirkstoffe sauber und professionell dosiert. Des Weiteren geht es oft um sehr ernste oder konventionell behandlungsresistente Krankheiten. Es wäre absolut unverantwortlich, jetzt zu versuchen, solche Erkrankungen selbst mit Psychedelika zu therapieren. Und es ist möglich, dass ihr die Situation damit nur verschlimmern würdet. Des Weiteren sind auch wir von dem Team hier alle keine Ärzte. Also wenn euch das Thema interessiert, solltet ihr euch an Profis wenden, aber damit zurück zum Thema. Auch wir Deutschen haben dieses Potenzial schon länger erkannt. Ein Forschungsprojekt findet am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim statt. Hier werden Patienten mit Depressionen einer psychedelischen Erfahrung mit Psilocybin unterzogen. Diese vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Studie ist Teil eines größeren Trends, dass öffentliche Mittel in die psychedelische Forschung in Deutschland fließen. Die Studienkoordinatorin dieser Studie, Frau Mertens, hat sich bereit erklärt, uns zu dem Thema ein paar Fragen zu beantworten. Die EPISODE-Studie ist eine klinische Studie, die mit Psilocybin forscht und wir erforschen die Wirksamkeit und Sicherheit von Psilocybin bei therapieresistenter Depression. Und ganz wichtig ist auch, dass eben diese Substanzgaben in einem zwar sehr Minimalprogramm, aber doch in einem psychotherapeutischen Prozess eingebettet sind. Also es gibt auch eben Visiten und in denen psychotherapeutische Gespräche stattfinden. Das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil es darauf keine pauschale Antwort gibt. Also es ist wirklich ein Spektrum von bis. Es ist auch sehr variabel, von welchem Zeitpunkt wir jetzt sprechen. Ist es jetzt direkt danach am Abend oder ist es am Tag drauf oder eine Woche drauf? Und die Effekte sind dann auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Was man vielleicht für die meisten sagen kann, ist, dass so eine Substanzsitzung sehr, sehr anstrengend ist. Einfach kräftezehrend, energiezehrend und dass wirklich die meisten Menschen bei uns danach wirklich einfach erschöpft sind. Gar nicht mal im negativen Sinne, sondern einfach, boah, da ist jetzt heute echt viel passiert. Das war körperlich auslaugend, psychisch auslaugend und dass das entsprechend auch erstmal irgendwie verdaut und verarbeitet werden muss. Und so das emotionale Erleben ist wirklich ein Spektrum von bis. Also es gibt Menschen, die sind sehr beglückt im Anschluss danach. Es gibt aber auch welche, die natürlich auch in Abhängigkeit von dem, was sie erlebt haben, die sind sehr, sehr sensibel, sehr emotional geöffnet sich erleben und dann vielleicht aber auch eher so eine Traurigkeit oder eine, zum Beispiel, dass man sehr nah am Wasser gebaut ist. Also das sind auch einfach sehr typische Effekte. Wenn ich es auf den Punkt bringen wollen würde, glaube ich, ist die größte Nebenwirkung die Destabilisierung, was aber gleichzeitig auch Teil des gewünschten Effekts sein kann. Also wenn man sich vorstellt, viele dieser depressiven Patienten erleben sich als so sehr, ja, als würden sie irgendwie feststecken, irgendwie abgekoppelt von ihren Emotionen, dass wenig Bewegung drin ist. Und dann ist natürlich auch irgendwie der Wunsch oder vielleicht Teil der Wirksamkeit, dass das Psilocybin was in Bewegung bringt. Aber gleichzeitig etwas in Bewegung bringen ist auch destabilisierend. Und darin besteht eben auch das Risiko, dass es auf eine Seite kippt, die nicht mehr handelbar ist. Also dass zum Beispiel die negativen Emotionen, die Ängste so groß werden, dass die Person das Gefühl hat, sie kriegt es nicht mehr reguliert. Viele Menschen, die wir begleiten dürfen, formulieren, hey, das, was ich vielleicht auch schon in so vielen Psychotherapien gehört habe und auch so kognitiv verstanden habe, ich kann es jetzt endlich fühlen. Also, dass plötzlich so eine andere Ebene von Verständnis da ist und dass diese andere Ebene einen riesen Unterschied macht im Erleben und wirklich sozusagen den Veränderungsprozess und die Besserung dann fast wie automatisch in Gang bringt. Und das finde ich immer wieder, wenn das passiert, das ist natürlich nicht die Regel und nicht immer so, immer wieder echt beeindruckend und total schön zu beobachten. Wenn die Forschung weiter voranschreitet, könnten diese Substanzen zu einem Standardinstrument von psychiatrischer Behandlung werden. Aber man darf eben nicht vergessen, dass sie zwar Potenzial haben, aber keine Wunderwaffe sind. Die Behandlung psychischer Erkrankungen ist komplex und erfordert einen umfassenden Ansatz. Das Versprechen der Psychedelika besteht jedoch darin, dass sie einen neuen Ansatz für die psychische Gesundheit bieten können, der auf Heilung und Wachstum ausgerichtet ist und weniger auf die Behandlung von Symptomen. So, da haben wir's. Psychedelika. Was für viele nur eine illegale Droge für Hippies ist, wird heute wissenschaftlich in einem ganz neuen Licht betrachtet. Es handelt sich um mächtige Substanzen, die zwar nicht ohne Risiken sind, deren potenzieller Nutzen aber nicht ignoriert werden kann. Habt ihr persönlich oder Bekannte schon Erfahrungen mit solchen Substanzen gemacht?
vielleicht sogar im Rahmen von einer professionellen Therapie, das würde uns echt mal interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht zu liken, zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren. Wir haben, wie viele von euch vielleicht gesehen haben, seit unserem Rebranding etwas an Schwung verloren, werden aber weiterhin regelmäßig für euch da sein. Wenn euch Themen ganz besonders interessieren, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Passt auf euch auf und bis nächste Woche.